Wie wichtig ihre Rolle ist, zeigt sich darin, dass die Verehrung der Ikonen ein Gebot in der orthodoxen Kirche ist und dass ihnen gezielte Angriffe in Glaubensauseinandersetzungen galten. Es gab den Ikonoklasmus, den Bilderstreit des 8. und 9. Jahrhunderts. Jedoch ging kein Streit um Hymnen, Architektur, Weihrauch, Priestergewänder etc. in die Geschichte ein als der Triumph der Orthodoxie. Darum hat die Theologie der Ikone eine deutlich apologetische Note. Denn man verteidigt nicht einfach nur Bilder, sondern die theologischen Wahrheiten, die sie bezeugen, und letztendlich die liturgische Praxis. Die Wahrheiten sind miteinander netzartig verbunden, sodass die Verneinung einer Wahrheit streng genommen die Verneinung aller anderen zur Folge hat. Jetzt hier eine kurze Anmerkung wegen der Begrifflichkeiten. Ich werde sehr oft Wahrheiten sagen, aber natürlich ist klar, es gibt nur eine Wahrheit, das ist Christus. Mit Wahrheiten verkürzt meine ich wahre Aspekte. Die orthodoxe Kirche formuliert ihre dogmatische Theologie als Reaktion auf Verirrungen und Irrlehren. Formgebend für die Theologie der Ikone ist der erwähnte Ikonoklasmus, in dem einige Kirchenväter herausstachen bei der Verteidigung der kirchlichen Tradition gegen Heretiker, welche größtenteils vom Islam und von griechischer Philosophie beeinflusst waren. Die Verteidiger waren zum Beispiel die heiligen Johannes von Damaskus, Theodor Studitis oder Patriarch Germanus I. von Konstantinopel. Von den Argumenten der Bildergegner möchte ich drei herausstellen. Erstens, das Argument, dass Gott im Alten Testament die Herstellung von religiösen Bildern verbietet. Das zweite Argument konzentriert sich auf die Bilderverehrung. Obwohl es erlaubt ist, Bilder zu machen, darf man sie nicht verehren. Und das dritte Argument bezieht sich ausdrücklich auf die Darstellung Christi. Da er Gott ist, kann man ihn nicht darstellen. Das Bilderverbot des Dekalogs wird bis heute als Argument gegen Ikonen vorgelegt. Es lautet, du sollst dir selbst kein Götzenbild machen und noch ein Abbild von allem machen, was im Himmel oben und auf der Erde unten und in den Wassern unterhalb der Erde ist. Du sollst sie nicht anbeten und du sollst ihnen keinesfalls dienen. Für Geschöpfe ist es unmöglich, das ungeschaffene Wesen Gottes abzubilden. Das versuchen Ikonen auch nicht. Sie selbst sind keine Götter, also keine Götzen. Für die Antike und die ganze Menschheitsgeschichte eigentlich ist Götzendienst die Norm. Das Bilderverbot gilt also für ein Volk, das inmitten der Vielgötterei und der Götzenanbetung eben diesen abschwören soll, aber noch wenig Unterscheidungsfähigkeit, Gehorsam und Standhaftigkeit besitzt. Israel war nämlich von götzendienerischen Nachbarn umgeben wie Ägypten, Babylonien, Philistäer und Kanaan. So bezieht sich im Himmel auf Astrologie. Auf der Erde unten meint Naturanbetung und in den Wassern verweist zum Beispiel auf die Anbetung des Flusses Nil. Gott ist also nicht gegen Bilder an sich, sondern gegen die Praxis des Götzendienstes. Gott verbietet nämlich religiöse Bilder nicht. Er befiehlt Moses, goldene Cherubim als Schmuck für die Bundeslade zu machen. Er weist an, das Tabernakel mit gewebten Cherubim zu verzieren und bestellt Basaleel als Künstler und Handwerker, den er mit dem göttlichen Geist der Kunstfertigkeit erfüllte. Salomon macht ebenfalls Cherubim für seinen Tempel und lässt ihn reichlich mit botanischen Ornamenten verzieren. Gott lässt Mose eine bronzene Schlange machen, von der Christus sagt, dass sie seine Kreuzigung vorab bilde. Das ist sehr interessant, das habe ich gefunden. The Temple Institute ist die Quelle für diese farbigen Illustrationen. Das ist eine Organisation, die sich mit dem Aufbau des jüdischen Tempels befasst. Also sie bauen das ganz konkret und wie man sehen kann, zeugen diese Illustrationen, also ihre Vision ist tatsächlich ein Tempel, der reich bebildert war. Ein archäologischer Beleg, dass Israel nicht ikonoklastisch war, stellt die Dura Europos Synagoge aus dem 3. Jahrhundert nach Christus dar, die im Jahre 1932 in Syrien ausgegraben wurde und mit Bibelszenen vollgemalte Wände im Gebetsraum und der Tora-Nische aufweist. Israelitische Archäologen fanden in den letzten 50 Jahren weitere Menschen- und Tierbilder in den Fußbodenmosaiken galiläischer Synagogen des 3. und 6. Jahrhunderts, was zeigt, dass die Synagoge von Dura Europos keinen Einzelfall darstellte. Anders als lange angenommen, wurde das zweite Gebot offenbar nicht immer im Sinne eines Bilderverbots verstanden, von dem die jüdische Kunst nachhaltig geprägt worden wäre. Es gab also religiöse Bilder, die keine Götzen waren, von der Genesis über Exodus, über die Zeit von Christus und dem Frühchristentum bis heute hin. Diese Kontinuität in der Praxis vom Alten zum Neuen Bund ist zentral, um zu legitimieren, dass der Neue Bund wirklich in der Nachfolge des Alten Bundes steht.
Die Fülle der Nachfolge besitzt nur die orthodoxe Kirche. Die erste Religion, die das Bilderverbot institutionalisierte, war der Islam. Der heilige Johannes von Damaskus, der auch gegen die Irrlehre des Islam schrieb, sagt pointiert: Entscheidend ist die Absicht, mit der das Bild gemacht wird, und die Einstellung, die man zum Bild einnimmt. Gilt der Vorwurf der Götzenanbetung, dann schaue und höre man, wie der Mensch betet. Und so bekennen wir in der Liturgie mit direktem Blick auf die greifbaren Ikonen, dass wir nicht die Materie anbeten, sondern Gott, ich zitiere, den unaussprechlichen, unergründlichen, unsichtbaren, unbegreiflichen, immerseienden und gleichbleibenden. Und weiter sprechen wir von ihm als unsichtbaren König und bitten ihn direkt, sieh vom Himmel her auf die, welche dir ihre Häupter geneigt haben, denn nicht haben sie ihre Häupter geneigt vor Fleisch und Blut, sondern vor dir, dem furchterregenden Gott. Und schließlich sprechen wir zum Herrn Jesus Christus die bezeugenden Worte: Merke auf, Herr Jesus Christus, unser Gott, von deiner heiligen Wohnstatt her und vom Throne deiner Herrlichkeit, deines Königtums, komme uns zu Heiligen, der du oben mit dem Vater thronst und hier unsichtbar mit uns bist. All dies trifft nicht auf die stoffliche Ikone zu, sondern auf den transzendenten, lebendigen Gott und bezeugt die innere Einstellung der Kirche zu Genüge. Der heilige Johannes von Damaskus beweist, dass Bilder sich ebenso wie in der Schöpfung auch bei Gott wiederfinden. Er kategorisiert 6 Typen von Bildern, die erneut theologische Wahrheiten ausdrücken. Erstens das natürliche Bild oder die natürliche Ikone. Christus ist das Bild Gottes des Vaters. Jeder Sohn ist das Bild des Vaters von der Natur, nicht von der Person her. Zweitens vorherbestimmend, die Idee Gottes von der zu realisierenden Schöpfung oder die Prädeterminationen, was bedeutet, dass die Schöpfung ihren Ursprung im Geiste Gottes hat. Drittens imitierende Bilder, Abbilder, Ebenbilder von Vorbildern. Der Mensch ist nach dem Abbilde Gottes, dem Sohn, geschaffen. Der Vater ist der Archetyp und der Sohn für uns der Prototyp. Die andeutenden Bilder, Analogien. Körperliche Dinge dienen zur Veranschaulichung unsichtbarer, unkörperlicher Dinge, zum Beispiel Engeln. Hierzu argumentiert der heilige Theodor Studitis philosophisch ganz richtig damit, dass das menschliche Denken von Bildhaftigkeit abhängig ist und dass Worte selbst und Buchstaben an sich bildhafte Symbole sind. Schreibt man das Wort Gott, so hat man technisch gesehen ein Bild von Gott gemacht. Lehnt man Bilder ab, muss man konsequenterweise Denken und Sprache ablehnen, was absurd wäre. So greift auch das Argument des heiligen Basilius des Großen, dass das Wort und Bild gleichwertig sind. Beides ist Verkündung. Fünftens, die typologischen Bilder. Vorabbilder zukünftiger Dinge. Das hatten wir ja mit Typologie. Hierzu würde ich auch die symbolische fraktale Natur der Welt zählen, Makrokosmos im Mikrokosmos. Der heilige Paulus sagt, dass Adam ein Typ Christi ist. Und dann die erinnernden Bilder. Bilder, die in Wort und Bild zum Andenken der Vergangenheit anregen sollen. Nun ist deutlich geworden, dass das Bild zu Gott und der Schöpfung gehört. Auch kann klar unterschieden werden, dass man Ikonen nicht als Götzen anbetet, weil sie nicht Gott selbst sind. Auch waren sich die Bildergegner mit den Bilderbefürwortern darüber einig, dass es unmöglich ist, die göttliche Natur abzubilden. Sie fragten also, wen oder was die Ikonen nun in Wahrheit abbilden. Die Bildergegner stützten sich auf eine Christologie, die auf den ersten Blick korrekt erscheint. Sie sagten ganz richtig, dass die beiden Naturen in Christus nicht getrennt voneinander existieren und schlussfolgerten, wenn beide Naturen in Christus untrennbar sind, man aber nur die menschliche Natur abbildet, weil die göttliche Natur nicht abbildbar ist, dann führt das Abbilden ja gerade zu einer solchen Trennung der beiden Naturen. Man stellt nämlich Jesus als Menschen dar, aber nicht als Gott. Dabei ist er doch der Gottmensch. Die Antwort darauf liegt im Mysterium der Inkarnation und der göttlichen zweiten Person der Dreiheit. Denn wir bilden nicht etwas ab, keine Natur an sich, sondern jemanden, eine Person, eine göttliche Person, den Herrn Jesus Christus. Jesus Christus ist nämlich keine menschliche Person. Der Sohn Gottes ist ganz Gott und ganz Mensch und hat zwei Naturen unvermischt, unverwandelt, ungeteilt und ungetrennt. Auf der Ikone bilden wir also keine Natur allein als solche ab, sondern eine göttliche Person, die zwei Naturen hat, eine beschreibbare und eine unbeschreibbare. Wir zeigen diese Personen eben ihrer menschlichen, darstellbaren Natur und durch die Abbildung vermischen, verwandeln, teilen oder trennen wir die Naturen niemals. Darum ist die Unterscheidung zwischen Natur, Physis oder Wesen Usia und Person Hypostase, Hypostasis, in der Dreiheit ein Dogma der orthodoxen Theologie.
Mehr noch, im Gegensatz zur Theologie der römischen Kirche ist die orthodoxe Dogmatik personenzentriert und beginnt nicht mit dem Wesen Gottes, sondern mit den Personen der Dreiheit, genauer mit der Person Gottes des Vaters. Wie es im Glaubensbekenntnis von Nicäa Konstantinopel heißt, ich glaube an den einen Gott, den Vater. Die Ikone bezeugt also die theologische Wahrheit der Menschwerdung Gottes. Betrachten wir zwei wesentliche Aspekte, das Menschliche und das Göttliche, in Bezug auf die Ikone. Das Menschliche oder die menschliche Natur mit Körper, Geist, Seele, Wille wird dargestellt durch die körperliche Erscheinung der zweiten Person der Dreiheit, des Gottes einzig gezeugten Sohnes, des Herrn Jesus Christus. Die Ikone zeigt einen konkreten Menschen, der in der Geschichte auf Erden wandelte, aß, trank, schlief und mit anderen Menschen interagierte, auch nach seiner Auferstehung. Ein gängiges Argument aus unserer Zeit lautet, wäre Christus in heutiger Zeit inkarniert, hätte man ein Foto von ihm machen können oder ein Video und es vervielfältigen können. Christus ist also als wahrer, konkreter Mensch abbildbar. Daher verbot die Kirche nach dem 7. Ökumenischen Konzil die Darstellung Christi als Lamm, denn er nahm die menschliche, nicht die tierische Natur an. Zu den Häresien, die anzweifeln, dass Christus die volle menschliche Natur annahm, zählt zum Beispiel der Monophysitismus, Christus besaß nur die göttliche Natur, nicht die menschliche, oder der Doketismus, Christus nahm nur einen Scheinleib an und starb nicht am Kreuz, oder auch der Apollinarismus, Christus nahm die menschliche Natur nur teilweise an. Das Göttliche, gemeint ist damit besonders Gott in seinem Wesen oder Essenz, seine göttliche Natur kann man nicht darstellen, nur symbolisch darauf verweisen, zum Beispiel in Form des Heiligenscheins, der die Energien Gottes bzw. das ungeschaffene Licht repräsentiert, in dem Christus auf dem Berg Tabor vor seinen Jüngern verklärt wurde. Da der Heiligenschein auf Gott selbst verweist und Christus Gott ist, wird jede Ikone zu einer Christus-Ikone. Über den Heiligenschein sagt Leonid Uspensky, er sei ein präzises Zeichen für ein genau definiertes Ereignis in der geistigen Welt. Er ist keine Analogie, sondern der symbolische Ausdruck einer authentischen und konkreten Realität. Er ist unentbehrlich für die Ikone, unentbehrlich, jedoch unzureichend. Unzureichend, weil man mit geschaffenen Mitteln kein ungeschaffenes Licht darstellen kann, das aus dem Inneren des Menschen kommt und heller ist als die Sonne, was selber nur ein unzureichendes Bild ist. Der heilige Gregor Palamas formulierte die Lehre der Energien, die das Licht symbolisiert. Sie sind die Weise, in der Gott sich der Schöpfung zuwendet und so erfahrbar wird. Dazu nutzt Gott auch die Materie, aber nicht ausschließlich, denn die Energien sind nicht von der Materie abhängig. Der Heiligenschein soll uns gewahr machen, dass die Person von den Energien Gottes, wie zum Beispiel Liebe, Gnade, Weisheit und Gerechtigkeit, durchdrungen ist, uns in diesem Geiste begegnet und uns zum selbigen ermutigt. Diese Energien sind ungeschaffen und obwohl Gott in seinem Wesen für uns unerreichbar ist, ist er in seiner Ganzheit wirkend gegenwärtig in jeder seiner Energien. Durch sie kann der Mensch im Dasein mit Gott direkt in Kontakt kommen und sich mit ihm vereinen, ohne Verschmelzung oder Vermischung. Der Mensch wird erneuert, jedoch äußerlich nicht völlig verändert. Dennoch werden die Heiligen idealisiert dargestellt, ohne ihren Charakter zu verlieren. Dies soll uns zeigen, dass es auch um unseren eigenen Blick geht. Je mehr wir Seele und Geistkraft reinigen, desto mehr sehen wir den inneren Glanz der Person, trotz aller äußeren Falten und Makel. Ein weiterer in Ikonen dargestellter, theologisch gewichtiger Verweis auf das Göttliche ist die Aufschrift im Heiligenschein Christi, das Ho-On, was der Seiende bedeutet und die Antwort an Moses beim brennenden Dornbusch war, als er nach dem Namen dessen fragte, mit dem er sprach. Die Häresien, die die Gottheit Jesu Christi leugnen, sind zum Beispiel der Arianismus. Christus ist nicht wesensgleich mit Gott, dem Vater, sondern nur das höchste Geschöpf. Der Nestorianismus, Christus war nur ein Mensch, in dem der göttliche Logos wie in einem Tempel wohnte, was ihm zwei separate Naturen und zwei getrennte Naturen zuschrieb. Maria ist demnach nicht die Gottesgebärerin, da sie nur einen Menschen gebar. Oder der Adoptionismus. Christus war nur ein Mensch, der bei der Taufe im Jordan von Gott lediglich adoptiert wurde. Bis hier haben die Ikonen uns schon die Unterschiede zwischen Natur, Person und Energie aufgezeigt. Die Natur Gottes ist nicht darstellbar, die zweite Person ist darstellbar, weil sie Mensch wurde. Die ungeschaffenen Energien werden symbolisch angedeutet und als Gnade erlebt. Lehnt man Ikonen als Zeugnis der Menschwerdung Gottes ab, lehnt man die Inkarnation ab.
wodurch man auch die wahre Präsenz Christi mit Leib und Blut in der Eucharistie ablehnt, denn diese basiert auf seiner Fleischwerdung. Da nun klar ist, dass Christus abgebildet werden kann, kommt ein weiteres Argument gegen Bilder auf, nämlich, dass sie zwar gemacht, jedoch nicht verehrt werden dürfen. Hier unterscheidet die Orthodoxie zwischen den Begriffen der Anbetung und der Verehrung. Anbetung, Latreia, gilt ausschließlich Gott allein. Verehrung ist auch der Schöpfung gewidmet. Wir finden das Wort Latreia in Idolatrie zum Beispiel. Eidolon, Götze, Latreia, Dienst oder Anbetung, wie im Götzendienst. Bei der Verehrung unterscheidet man zusätzlich zwischen Dulia, Verehrung an sich, und Proskynese, sich zu Boden werfen. Auf die Behauptung, dass Ikonen nicht verehrt werden dürfen, antwortet der heilige Johannes von Damaskus mit den Worten des heiligen Johannes Chrysostomus: Unehre dem Bild des Königs gegenüber sei Unehre dem König selbst gegenüber, weil die Ehre, die dem Bild zuteil wird, auf das Original, also den Abgebildeten übergeht und ungeteilt bleibt. Wir verehren die Ikone also nicht für das, was sie materiell ist, sondern für das, was sie bedeutet, unserem Glauben nach. Die Ikone trägt das Bild der Person, die wir verehren. Der heilige Johannes Damaskus formuliert Unterschiede innerhalb der Anbetung und innerhalb der Verehrung anschaulich aus und beweist so, dass beides unser Leben, selbst das säkulare, durchdringt. Die erste Form der Anbetung ist die Huldigung und gebührt Gott allein. Alles huldigt Gott, denn alles dient ihm letztendlich, ob bewusst oder unbewusst, ob willentlich oder unwillentlich, wie zum Beispiel die Dämonen. Die zweite Form der Anbetung ist Ehrfurcht vor und Sehnsucht nach Gott. Die dritte Form ist Danksagung. Die vierte ist die Hoffnung auf seinen Segen. Die fünfte ist Reue und Beichte. Die Verehrung nun zielt auf Stätten und Gegenstände. Erstens die Stätten, in denen Gott selbst weilte, nämlich die Gottesgebärerin und die Heiligen. Als König gab er seinen Dienern die Ehre. Sie sind verherrlicht, nicht von Natur aus, sondern durch seine Gnade. Die zweite Form der Verehrung gilt den Orten und Gegenständen, durch die Gott unsere Errettung vollzog. Der Berg Sinai, Nazareth, Garten Gethsemane, die Höhle mit Krippe in Bethlehem, Golgotha, das Kreuz, Nägel, Lanze, Kleidung und Tücher, das Grab und vieles mehr. Die dritte Form gilt den Gegenständen, die Gott gewidmet sind, zum Beispiel die Kreuze, die Bibel, Kelche, Altäre, Kerzen und so weiter. Die vierte Form der Verehrung gebührt den Bildern und Visionen der Propheten, die das Heilswerk vorab bilden. Die fünfte Form ist unsere gegenseitige Verehrung des Abbildes Gottes in uns. Und die letzte Form gilt denen, die Autorität über uns haben. Schauen wir nun auf die Geste der tiefen Verbeugung bis zum Boden. Die als offensichtlich Zeichen der Götzenanbetung missverstanden wird. Im Alten Testament wurden Geschöpfe als Götter angebetet, zum Beispiel der Pharao, indem man ihnen diente, das heißt ihnen opferte und vor ihnen niederfiel. Gott will die Verehrung der Schöpfung nicht abschaffen, sondern Unterscheidung lehren. Somit strafte er die Menschen nicht, als sie im Geiste der Verehrung vor anderen auf ihr Angesicht niederfielen. Paulus bestätigt respektvolle Haltung anderer Menschen gegenüber, indem er sagt: Ehre, dem die Ehre gebührt. Der heilige Johannes von Damaskus bezeichnet die Heiligen als Soldaten Christi, die seine Armee im bestehenden Kampf gegen die dunklen Mächte ausmachen. Christus selbst nennt die Apostel seine Freunde. Warum sollte man den Herrn und König seiner Freunde und seiner Armee und die Aposteln dieser ehrwürdigen Titel berauben, wendet der Heilige ein. Wir stellen fest, Verehrung von Personen und Dingen, sprich von Schöpfung, ist schon seit dem Alten Testament begründet. Gott heilte und strafte durch Bilder, Reliquien und heilige Gegenstände oder Orte. Zum Beispiel kam durch die Gebeine des Propheten Elias oder das Wasser im Becken Bethesda die Heilung. Und durch die Bundeslade kam die Strafe, als Usa starb, als er sie gegen das Gebot Gottes berührte. Ehrfurcht und Verehrung sind hier synonym. Die Bilderfeindlichkeit scheint also eine Fortsetzung der alten gnostischen Ablehnung des Körpers und der Materie zu sein. Die Bildergegner verlangten für die Verehrung der Bilder einen Beweis aus der Heiligen Schrift und den heiligen Vätern. Der heilige Theodostudites entgegnete ganz folgerichtig, dass viele theologische Wahrheiten nicht explizit in der Schrift stehen, denn die kirchlichen Traditionen, an die sich die Bildergegner bis dahin alle hielten, beinhalteten nicht nur die Heilige Schrift, sondern eben auch die Ikonen selbst, nebst aller liturgischen Kunst und Praxis. Dies ist normativ bis heute. In seiner Schrift »Die Tradition und die Traditionen« zeichnet Wladimir Losky einen prägnanten Unterschied zwischen beiden Begriffen, was die Ikonen legitimiert. Die Tradition
ist die Fähigkeit, die Verkündung von oben als Mysterium zu verstehen, und zwar durch den Heiligen Geist, der in der Kirche lebendig wirkt. Die Traditionen sind die unterschiedlichen äußeren Formen der Verkündung, einmal als Wort, gesprochen oder geschrieben, geheim oder öffentlich, dann als Ritus und Liturgie, als Gesang, Architektur, Kleidung und eben als Bild. Die Tradition und die Traditionen selbst geben uns die Bibel, denn die Kirche existierte vor der Bibel und formte deren Kanon. Die Lehre entwickelte sich nicht nach und nach, weil etwas fehlte, das sei ferne. Die Fülle der Lehre ist seit der Verkündung Christi an seine Jünger bei der Kirche und wird seitdem bis heute gelehrt, praktiziert und gelebt. Oft herrscht ein falsches Verständnis von den Konzilien, nämlich, dass die Bischöfe demokratisch über die Glaubensinhalte abstimmten oder gar neue Verkündungen ersonnen. In Wirklichkeit prüften und formulierten sie Antworten auf bestehende Irrlehren im Lichte der apostolischen Überlieferung, die mit dem Tod des letzten Apostels abgeschlossen war. Die lebendige Kirche, der Leib Christi also, die bis heute auf die Überlieferung der Verkündung beruht, ist die Prüf- und Kontrollinstanz für jede formulierte Theologie. Nicht umsonst wird das Bild der Kirche als Leib Christi benutzt, denn wahrhaftig lebt die Kirche sichtbar, so wie Christus sichtbar gelebt hat, der von sich sagte: Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Übertragen auf die Kirche heißt das, sie lebt in Liebe, im Gebet und Fasten, das ist der Weg. Sie verkündet und lehrt das Königtum, das ist die Wahrheit. Und sie heilt und heiligt durch die Mysterien, das ist das Leben. Vergleicht man hier die Orthodoxie mit der römischen Kirche und dem Protestantismus, so ist allen gleich, dass die epistemische Gewissheit des einzelnen Gläubigen durch den Heiligen Geist kommt. Jedoch liegt der entscheidende Unterschied darin, welche Mittel der Heilige Geist benutzt, um den Gläubigen zur Glaubensgewissheit zu führen und eine öffentliche Norm für die Glaubensinhalte zu schaffen. Im Protestantismus ist es der Gläubige allein mit seiner Bibel, in der römischen Kirche ultimativ der Papst. In der Orthodoxie dagegen ist es das ganzheitliche Spektrum aus kirchlicher Praxis, Liturgie, Heiliger Schrift, Hymnographie, den Konzilien, den Kirchenvätern, den Heiligenleben und dem Mönchtum. Dies sind die Mittel, um für die gläubige Öffentlichkeit zwischen konkurrierenden Behauptungen, die sich alle auf den Heiligen Geist berufen, zu unterscheiden. Die Ikonen sind ein Teil davon und genau diese Tatsache, dass sie selbst zu den Traditionen gehören, legitimiert sie theologisch und historisch. Daher dürfen die Entwicklungen in Bezug auf die sakralen Bilder in Rom und der Reformation nicht verwundern. In Rom der heidnische, humanistische Einfluss, im Protestantismus das islamgleiche Bilderverbot. Die Abweichung von der ursprünglichen Lehre der Kirche ist also in der Kunst beobachtbar. Wir sehen, die Verbindung von Ikonen und Theologie ist nicht nachträglich konstruiert, sondern strömt direkt aus der Lehre und Praxis der Kirche, die sich aus der Offenbarung Gottes ableitet. Ikonen spiegeln demnach eine ganz konkrete Theologie, nämlich die orthodoxe, wider. Ultimativ zeigen alle Ikonen das Heilswerk Christi. Sie tun dies zum einen ganz illustrativ durch die dafür zentralen Geschehnisse aus dem Evangelium. Zum anderen durch die abgebildeten Personen selbst. Diese haben eine idealisierte, unversehrte, lebendige Erscheinung, welche auf den verklärten Leib nach der Auferstehung und auf das Leben im himmlischen Königtum verweist. Die Ikonen gelten als Fenster zum Himmel. Doch ist der Blick, den sie uns gewähren, beschränkt von unserer gefallenen Denk-, Vorstellungs- und Darstellungsfähigkeit. Die Metapher meint also eine mystische, symbolische Annäherung an eine in ihrer Fülle undarstellbare, transzendente Realität, wie der heilige Paulus erklärt. Denn wir sehen jetzt mittels eines Spiegels, undeutlich, dann aber von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich stückweise, dann aber werde ich erkennen, wie auch ich ganz erkannt worden bin. Die Personen auf den Ikonen wollen mit uns in Beziehung treten. Sie sind uns frontal zugewandt. Sie laden uns dazu ein, ganz von ihnen erkannt zu werden, damit auch wir uns selbst, Gott und Gott in uns erkennen. In ihrer Güte und Strenge machen sie uns Mut, nicht dort stehen zu bleiben, wo wir sind, sondern wollen, dass wir uns ihnen anschließen. Die Ikonen sind nicht nur Fenster, sondern zugleich eben Spiegel, die uns mit unserem Mangel, dem Fall, und unserem Potenzial der Verähnlichung konfrontieren. Die abgebildeten Heiligen sind nach ihrem irdischen, entschlafenen Himmel lebendig,
denn Gott ist nicht ein Gott der Toten, sondern der Lebenden, denn ihm leben alle. Dies ist möglich, weil Christus die menschliche Natur vergöttlicht und uns zum Miterben des Königtums gemacht hat. Das Erbe haben die Heiligen schon angetreten, wir noch nicht. Ikonen erheben und leiten unseren Geist vom Abbild, sprich Ikone, zum Urbild, sprich dem Heiligen im Himmel, und den Wahrheiten seines Lebens, seiner Lehre und seiner Theologie und zeigen und erinnern uns an das Ziel und die Früchte des christlichen Lebens, die Theosis, die Vereinigung Gottes mit dem Menschen, die Fülle des Lebens im Heiligen Geist und die Liebe zu Gott. Die Darstellung in den Ikonen ist eine entschieden stilisierte, das heißt Gesichter, Figuren, Gegenstände, Architektur und Landschaft werden auf ihre prägnanten und theologisch relevanten Merkmale reduziert. Das Hauptziel ist die Vermittlung von Heiligkeit und geheilter Menschlichkeit, die sich auf den gesamten Kosmos, wie bei Adams Fall, also wie bei Adams Fallen, so, nicht der Fall Adams, ne, wie bei Adams Fall überträgt. Der geheiligte Mensch ist der Mittelpunkt des Universums und alles im Bild ist ihm entsprechend. Darum wirken Ikonen zurückhaltender. Die abgebildeten Personen sind zwar fühlende Menschen, bleiben aber besonnen, sind nicht aufgewühlt. Auch die Tiere, selbst bei Martyriumsszenen herrscht innerer Frieden. Die Landschaft ist durch den Verzicht auf elaborierte, eigentümliche Details eine verklärte, zeitlose, ebenso die Architektur. Die Machart der Ikonen verbildlicht die theologische Wahrheit, dass Christus den Frieden brachte, dass Theosis existiert und das Ziel ist und dass Askese ein Aspekt des orthodoxen Menschenbildes ist und wir im Kampf gegen unsere Leidenschaften berufen sind. Wir zum Kampf gegen unsere Leidenschaften berufen sind. Askese ist übrigens mit dem Leben in der Kirche ein zentrales Merkmal für das Leben des Ikonenmalers und die Tätigkeit, konträr zum säkularen Künstler, der sich ja austoben soll. Die Häresie des Manichäismus sagt, Materie sei schlecht und böse, doch Gott schuf alles und sah, dass es gut war. Die Errettung wirkt durch Materie, durch Fleisch und Blut, Heilung kommt durch Speichel und Erde, durch den Saum des Gewandes, sogar durch den Schatten des Petrus. Gott schuf die Erde, damit alles darin an seiner Verherrlichung teilhat. Christus gab uns nicht Trauben und Weizen, sondern Wein und Brot, Produkte, die aus menschlicher Arbeit an Gottes Schöpfung entstehen. Jesus selbst war Handwerker und Sohn eines Handwerkers. Gott will unsere Mitarbeit. Ebenso gereicht es zu seiner Verehrung, wenn der Maler arbeitet. Das Abbild Gottes, sein Antlitz, kommt aus dem Geist des Malers, denn selbst wenn wir von einer Vorlage abmalen, malen wir dennoch aus der Erinnerung. Das Talent ist ihm von Gott eingegeben und durch Tugend verfeinert. Holz, Leim, Kreide, Pigmente, Ei, Tierhaare für den Pinsel kommen aus der Schöpfung. Auf Gott ausgerichtet entsteht eine Symphonie aus Geist und Materie und spiegelt, meiner Meinung nach, den ursprünglichen Auftrag Gottes an Adam wider, die Schöpfung so zu behandeln, wie sie Gott zur Ehre gereicht. Also ein Aspekt des Auftrages Gottes an Adam. Hier sehen wir nun die theologische Wahrheit der Synergie, der Zusammenarbeit Gottes mit dem Menschen, bei der eine wahrhafte metaphysische Teilnahme des Menschlichen am Göttlichen vollzogen wird und, wie in der Inkarnation, ohne dass das Göttliche das Menschliche überschreibt oder auslöscht. So bedeutet Liturgie entsprechend Volkswerk und der Kirchenraum zeigt, dass die Ikonografie in das liturgische Leben eingebettet ist. Die Liturgie stellt das Königtum Gottes auf Erden dar. Alle wichtigen theologischen Wahrheiten und Aspekte des Heilswerks werden im Kirchenraum gezeigt und sind in Beziehung zueinander, zum Raum, zum Ablauf und zu den Gläubigen angeordnet. So wie der Geist in den Leib des Menschen eingebettet ist, so ist der ganze Mensch eingebettet in das Königtum. Die Glieder werden eins und vollführen in der Synergie mit Gott und den Heiligen eine heilige Symphonie. Der Mensch lebt nicht ohne Ritus und Anbetung. Mit anderen Worten, das Leben ist liturgisch. Wir beten das an, worauf wir unseren geistigen, noetischen Fokus lenken. Heute leider vermehrt das Handy. Die Liturgie ist die Teilnahme am Königtum Gottes auf Erden. Die Ikonen nehmen daran teil und unterstützen uns bei unserer Teilnahme. Sie bekommen somit ihre Bedeutung durch die Liturgie, dadurch, dass sie teilnehmen, dass sie Teil sind, Teilnahme fördern und mit ermöglichen. Die höchste Form der Kunst ist also diejenige, die in die Theologie und Kultur des Menschen integriert ist und ihn
den Menschen, seine Kultur und Theologie miteinander und letztendlich mit Gott verbindet. Wagner dachte, das Gesamtkunstwerk in der Oper gefunden zu haben. Doch ihr fehlt eines, die Teilnahme. Die Liturgie ist das Gesamtkunstwerk und die Ikonen ein Teil davon. Der säkulare Geist kennt keine menschliche Vernunft, die vom Wissen über Gott erleuchtet wird, sondern nur die natürliche autonome Vernunft, der sich das Christentum bedient. Die Ikone ist keine Kunst, der sich die Kirche bedient, sondern eine Kunst, die aus der Kirche entspringt, denn sie verkündet die Offenbarung. Die Welt verkündet die Offenbarung nicht. Daher hat ihre Kunst nicht denselben Zweck und nicht dieselbe Wirkung. Die Ikone ist die einzige wahre christliche Kunst. Wir verlieren, also abgesehen von Gesang natürlich, also die einzige wahre christliche, also bildende christliche Kunst. Wir verlieren sie, wenn wir meinen, wir könnten sie ganz an aktuelle weltliche Bedürfnisse und Geschmäcker anpassen. Wir dürfen nicht vergessen, dass sie eine eigene Sprache der Kirche ist. Zwei abschließende Bemerkungen zur Ikone des Herrn Jesus Christus, der Pantokrator-Ikone, würde ich gerne noch anschließen, dann bin ich auch schon fertig. Erstens, sie bezeugt in ihrer Einfachheit die theologische Wahrheit der Dreiheit Gottes, weil sie Gott den Sohn zeigt, der das Abbild des Vaters ist und der sagt, wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Da also der Vater präsent ist und der Heilige Geist vom Vater ausgeht und Christus der Herr ist und dies laut Paulus nur im Heiligen Geist zu bezeugen ist, ist der Heilige Geist immer anwesend, weil die Dreiheit immer vereint ist. Wie der heilige Basilius es prägnant ausdrückte, alles geschieht vom Vater durch den Sohn im Heiligen Geist. Der zweite Punkt, das Monogramm XC steht für Christus und bedeutet Messias bzw. der Gesalbte und zeichnet Jesus als den prophezeiten König aus, dessen Königtum in die Ewigkeit währt. Das deutet auch die Kleidung Jesu an. Obwohl ein Jude trägt die klassische griechisch-römische Kombination aus Umhang über einer Tunika, Chiton, mit einem Streifen an der Schulter, dem Clavus, einem Zeichen imperialer Macht. Christus ist nicht nur der König der Juden, sondern eroberte entsprechend der Propheten Rom und die ganze Welt bis heute hin und darüber hinaus. Weiter erweisen der Segensgruß, der für Gnade steht, und die Bibel, die auch für das Gericht stehen kann, unter anderem auf die Realität der zweiten Wiederkunft, Eschatologie, bei der Christus als Richter die Spreu vom Weizen trennen wird. Ein ausführlicher Vergleich mit der Kirchenkunst der Lateiner ist hilfreich für das Verstehen der Ikone und ihrer Theologie. Doch aus Zeitgründen muss das bis zum nächsten Ikonenvortrag warten.